Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Format von Videobeiträgen, die wir mit diesem Beitrag beginnen. Und das Format heißt, ihr fragt, wir antworten. Das Ganze ist jetzt entstanden daraus, dass immer mehr Fragen bei uns gekommen sind. Und die Fragen haben sich so gehäuft, dass wir mal die wichtigsten Fragen gesammelt haben. Und das ist ein Format, was wir jetzt regelmäßig bringen. Also auch für euch, wenn ihr Fragen habt, es decken sich ja viele Fragen, wenn ihr jetzt neu baut oder umbaut. Da sind immer wieder ähnliche Fragen dabei. So, und ich denke mir, wir steigen jetzt in das Ganze mal ein. Vorher muss man vielleicht noch dazu sagen, die ganzen Fragen sind immer an info@smartesthome.com bei uns gelandet. Ihr könnt davon ausgehen, dass jede der Fragen gelesen wird. Also die Kollegen lesen diese Fragen und auch beantwortet werden. Und wir sind jetzt so weit, dass wir die aus unserer Sicht interessantesten Fragen zusammenfassen und in einzelnen Beiträgen bringen. So, da kommen wir gleich nochmal zur ersten Frage. Liebes Smartest Home Team, ist ja ganz nett geschrieben. Ich mache es mal kurz. Ich bin kurz vor dem Einzug in mein neues Zuhause. Jetzt habe ich eure Videobeiträge entdeckt. Ist es für mich zu spät mit der Ausstattung zu einem Smart Home intelligenten Zuhause? Ja, also auch eine Frage, die sehr oft bei uns landet. Kurz vor dem Einzug heißt, es ist alles schon passiert. Das heißt also auch, die Elektroinstallation, die Vernetzung ist schon integriert worden. Da sind wir so weit, dass man sagt, man rüstet das Ganze nach, kann man ganz einfach machen. Da gehen wir dann auf die Elektroleitung. Also das wäre unsere Empfehlung. Und in Kombination können wir dann natürlich noch ein bisschen was mit Funk machen. Ich sage mal ein bisschen was, ne? Also, ja, die Emma schaut jetzt. Also so ein bisschen. Ein bisschen ist eigentlich ganz schön viel, also wir können viel umsetzen. Und das sieht halt so aus, Beleuchtung können wir auf jeden Fall noch machen. Könnt ihr mal schauen, da haben wir Beiträge dazu gemacht. Würde ich auf jeden Fall empfehlen. Wir gehen auf die Stromleitung, haben wir ein System. Könnt ihr mal schauen bei uns, wir haben diesen Konfigurator auf der Webseite, den wir permanent weiterentwickeln. Und dann geht das an die Kollegen und die Kollegen melden sich bei euch. Das war die erste Frage. So, also oft so. Ne? Die zweite Frage, Christina aus XY. Was eigentlich XY? Christina aus XY schreibt, wir haben eine Wohnung in XY gekauft und sind nun dabei, sie auf Vordermann zu bringen. Ach, jetzt verstehe ich das. Das haben die Kollegen haben ja den Namen rausgenommen. Gut, alles klar. Also nochmal, Christina, wir haben eine Wohnung gekauft und sind nun dabei, sie auf Vordermann zu bringen. Es kommt eine neue Heizung und eine dezentrale Lüftungsanlage rein. Jetzt wollen wir möglichst viel Wohnkomfort haben. Könnt ihr uns unterstützen? Ja, klar, würde ich sagen, auf jeden Fall. Auch wieder am besten über unseren Konfigurator gehen, weil dann haben wir schon mal so ein bisschen den Stand, wo seid ihr, oder ihr ruft einfach mal bei uns an. Also da geht es um Bestand. Bestand würde ich auch wieder sagen, kommen wir mit der Stromleitung wahrscheinlich am besten weiter, es sei denn, ihr wollt jetzt wirklich die Wohnung entkernen. Und es ist auch die Frage, ist die Wohnung jetzt Teil in einem großen Quartier, also in einem großen Komplex, oder ist das eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus oder ist das eine Wohnung im Zwei- und Einfamilienhaus? Das muss man sich ganz genau anschauen. Also da kann ich jetzt keine allgemeine Antwort oder allgemeine Lösung dazu anbieten. Kommen wir zur nächsten Frage. Eine Frage eines anonymen Zuschauers unserer Beiträge. Liebes Smartest Home Team, welches System würdet ihr verwenden, wenn ihr eine Wohnung neu vernetzen würdet und welche Einschränkungen gibt es? Wie hoch sind die Kosten? Kann man das überhaupt pauschal sagen? Ja, also eine Wohnung neu vernetzen auch wieder geht in die Richtung, kann man tun. Da würden wir auf eine Kabelvernetzung setzen in Kombination mit Funk. Kabel kann KNX sein. Ich sage immer wieder, es kann sein, es muss nicht sein. Da muss man sich genau, muss man abwägen, muss man Pläne haben. Da müsst ihr uns die Pläne zuschicken. Dann können wir euch dazu eine Antwort geben. Und ansonsten haben wir ja auch so oft schon gemacht, wenn man gescheites Licht haben will, das kann man auch mit Zigbee Funk vernetzen. Und wir sind natürlich im Lichtbereich, sind wir in der Lage, vollkommen farbveränderliches Licht, den Sonnenstand nachzubilden. Das kennt ihr alles schon, wer uns jetzt länger schaut. Okay, nächste Frage. Wir sind derzeit dabei, Peter schreibt das, wir sind derzeit dabei, unser neues Haus zu planen. Meine Frau sieht in der Hausautomation mehr oder weniger ein neues Spielzeug für mich, schreibt Peter, und nicht den wahren Nutzen für die ganze Familie. Das ist schon lustig. Sie will das Budget, also die Frau, sie will das Budget, was übrig bleibt, dann für Smart Home ausgeben. Bitte gebt mir einen Rat, wie ich sie überzeugen kann.
Ja, ganz klar, Peter, du musst natürlich mit Nutzen kommen. Also, wenn die Frau noch auf dem Stand ist, dass das Spiel, ich sag mal so, für dich ein neues Spielzeug ist, dann hat sie noch nicht verstanden, was eigentlich auch für ein Potenzial da drin steckt. Also das ganze Thema Komfort, das Thema Sicherheit, also das ist ja wirklich ein ganz allumfassendes Thema. Und da würden wir deiner Frau den Rat geben, dass du dich nochmal mit ihr unterhältst und ihr den Nutzen nahebringst, weil so sehe ich keine Chance, wenn man mit dem Budget, was übrig bleibt, dann versucht, irgendwas Smartes zu machen. Also da sehe ich keine Chance, muss ich ehrlich sagen. Das ganze Thema Smart Home fängt bei der Konzeption und Planung an und nicht ganz am Ende dann, wo man dann sagt, na, jetzt gucken wir mal, was wir noch in der Krabbelkiste da finden. Okay, nächste Frage. Felix aus Zürich schreibt: Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Damen und Herren, das echt manchmal, also ja, sehr geehrte Damen und Herren, unser Bauvorhaben startet Anfang des Jahres 2018. Wir haben noch keine genaue Vorstellung, wie alles kommen wird, nur könnte ich mir vorstellen, dass wir so smart bauen, wie ihr das in euren Videos an den Beispielen gezeigt habt. Nun kommt meine Frage: Würdet ihr das Licht auf 24 Volt im ganzen Haus auslegen? Könnt ihr uns von Beginn an unterstützen? Und dann kommt noch ein zweiter Teil, dann habe ich noch einen kleinen. Ich gehe jetzt mal auf den Teil 1 ein. Erste Frage: Würdet ihr das Licht auf 24 Volt im ganzen Haus auslegen? Klare Antwort: Ja, wenn das von Anfang an schon so konzipiert wird und wenn natürlich das komplette Haus in LED-Licht geplant wird, dann macht es natürlich Sinn. Gibt es auch schon eine Lösung, wie wir das mal gezeigt haben, dass man für jedes Stockwerk, je nachdem wie viele Stockwerke man hat und je nachdem wie viel Energie ich brauche, dass man für jedes Stockwerk ein Trafo im Keller, im Schaltschrank installiert. Haben wir alles schon gemacht, haben wir schon gezeigt, kann man so tun. Die andere Lösung wäre jetzt, dass man in den Decken oder in den Wänden dann jeweils immer Trafos platziert, macht aus unserer Sicht jetzt keinen Sinn. Ja, wird auch die Zukunft sein, dass man mit 24 Volt dann so arbeitet. So, zweiter Teil der Frage. Dann haben wir einen kleinen Garten, in dem wir gerne unsere Pflanzen bewässern würden. Was ist die beste Lösung? Ja, also Garten würde ich grundsätzlich mit in die Hausautomation integrieren. Und ja, da gibt es natürlich dann die Lösung, dass man das mit an den Home-Server anschließt, also an den Zentralrechner des Hauses anschließt, wo dann die Bewässerung automatisch gesteuert wird in Abhängigkeit von Sonnenstand oder in Abhängigkeit mit einer Wetterstation, das Ganze gekoppelt. Oder, das gibt es auch, man kauft sich eine eigene Lösung. Brauchen wir jetzt, glaube ich, keinen Namen nennen, wo da gibt es dann halt einen Bewässerungscomputer. Aber wir würden jetzt die erste Lösung, müssen wir echt mal im Detail reingehen. Wir würden, weil auch der Felix fragt noch, was ist die beste Lösung? Die beste Lösung ist auf jeden Fall, das komplett mit in die Hausautomation zu integrieren. Also sowieso, was ihr alles schon installiert habt, wenn ihr ein smartes, intelligentes Haus habt, macht es natürlich Sinn, auch den Garten mit zu integrieren, ne? Oder die Garage oder was auch immer. Ja, und da kann man natürlich auch die Bewässerung mit integrieren. So, ich kriege jetzt schon gerade ein Zeichen. Letzte Frage. Ja, das ist die letzte Frage von Mike. Den hatten die Kollegen schon am Telefon. Welches System würdet ihr empfehlen? Grundsätzlich, welches System würdet ihr grundsätzlich empfehlen? Was haltet ihr von Homematic? Denn da gibt es mittlerweile auch eine ganze Menge. Homematic ist ein gewachsenes System, was es ja neben Funk auch auf kabelbasierter Lösung mittlerweile gibt. Homematic würden wir auf jeden Fall in der Nachrüstung sehen. Also das ist die Frage dann, wenn ich neu baue, auf keinen Fall mit Homematic. Also sind die Möglichkeiten mit Homematic viel zu eingeschränkt und auch der Anspruch ist ein ganz anderer, der jetzt im Vergleich zu den Lösungen, die wir schon gezeigt haben, mit Homematic besteht. Ne? Also Homematic ist, ich denke, mehr eher so eine Lösung zum Kennenlernen und vor allen Dingen zur Nachrüstung im Bestand. Das ist so meine Meinung. Gibt es vielleicht Leute, die da eine andere Meinung haben, aber wir kennen jetzt niemanden, der da. Ja, so Homematic würden wir nicht umsetzen. So, das waren eigentlich jetzt mal so die wichtigsten Fragen, die wir zusammengefasst haben. Die nächste Folge von Ihr fragt, wir antworten, die gibt es bald schon wieder.
Die kommt in wenigen Tagen. Und dann sieht es so aus, wenn ihr Fragen habt, schreibt eure Fragen an info@smartesthome.com. Die Kollegen beantworten die Fragen und wir wählen dann sehr, sehr wichtige, aus unserer Sicht interessante Fragen aus. Und dann bringen wir die in der nächsten Folge. Ja, das waren jetzt 6 Fragen, 6 Antworten. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielleicht konntet ihr was mitnehmen. Anregungen, Kritik, gerne unten in den Kommentaren. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss.